Barcelona gegen FC Sevilla. Hallihallo und herzlich willkommen zum UEFA Super Cup 2015. FC Barcelona, Gewinner der UEFA Champions League 2015, gegen FC Sevilla, der Gewinner des UEFA Europa League Cups. Und zwar gegen Dnipropetrovsk. Ein sehr spannendes Spiel. Wie stand es? 2-3? 3-2? Ja, ich glaube sogar, dass Dnipropetrovsk mal geführt hat. Ja, 2-1. Und unsere Anti-Formation für das UEFA Super Cup Spiel. Dani Alves, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Rakitic. Wir singen schon fleißig hier, man kennt Kio Joviak und Baka ja. Und Bia. Bravo. Nicht Ter Stegen im Tor. Warum das nicht? Das ist nicht, weil er heute krank ist. Ah. Ist auch mal krank, man kann nicht immer. Ich muss ja sagen, ich hätte mir ja im Supercup lieber gewünscht, Dnipro de Post gegen Juventus Turino. Aber das stimmt, Juventus Turino ist cooler. Das stimmt, also ich muss immer wieder sagen, ich finde Barcelona nicht schlecht. Ey. Ich finde Sevilla aber auch cool. Ja, die finde ich auch nicht so cool. Oh. Weiß nicht, irgendwie ist Sevilla für mich so eine Mannschaft, die ist sehr verwunderlich. Na, die gewinnen jedes Jahr die Europa League, schaffen es aber nie in die Champions League. Das war in Champions League, schaffen es auch jedes Jahr, das zu gewinnen. Was? Ja, die schaffen es auch immer in Champions League. Wer ist Sevilla? Ja, wenn du Europa League gewinnst, bist du Champions League. Ach so, ja, aber kommen da wieder in die Europa League, weil sie schlecht sind. Ja, weil sie rausgeflogen sind. Das ist mir unbegreiflich, ey. Ja, das ist sehr verwunderliche Mannschaft, nicht ganz ehrlich. Ja, ist halt so, wenn du halt nicht gut genug bist. FC Barcelona.cat. Ja, Katalonien. Ja, genau. Da ist der Wort. Der Messi. Messi ist heute nicht gut drauf. Nee, und Neymar auch nicht. Neymar eine neue Coverstar für Pro Evolution Soccer 2016. Genau. 20. Anniversary. 20 Years. Der Schuss war aber gar nicht gut. Nee. Was, wer hat was? War so abgeblockt. Echt? Nee, komm nicht. Schon zum zweiten Mal. War abgeblockt. War gar nicht abgeblockt. Ja, hätte ich echt gedacht. Ändert eine Leute, die geht ja nicht spielen. Ja, was kann man dazu sagen zu dem Spiel? Sevilla halt E-Favorit gewesen im Finale, sehr verwunderlich gewesen, dass Dnipropetrovsk weitergekommen ist. Übrigens konnten wir das Champions League Finale nicht orakeln, wie Europa League. Du hast gerade zwei falsche Fakten gesagt. Welche? Das ist ja komisch, du hast immer gesagt, Sevilla war Favorit im Finale. Sehr komisch, dass dann aber Dnipro weiterkam. Nein, ich habe gesagt, dass wir im Finale kamen. Nee, das hast du nicht gesagt. Musst du auch an auf einer Sache gesagt. Weil ich dir niemals sagen, dass die im Champions League Finale stehen. War so nicht, deswegen hat er genau gedacht. Also, es ist ein Europa League Finale. Ja, ja, wir wissen doch, was gemeint ist. Nee. Leute, es ist jetzt 20.000 Grad draußen und ich bin das 8. Spiel. Da kann man auch mal durcheinander kommen. Ein Glück, pass ich gut auf. Ach, heute werden die Zuschauer passen auch nicht auf. So ist das schon Mitte August. Oh ne, es ist so anstrengend. Ja, oh, der war schön. Auf jeden Fall sehr schade, dass Nipo nicht gewonnen hat. Und wir werden nochmal, wenn der neue PS Galaxy Patch draußen ist, ein Ehrenmatch für Dnipro de Post. Spielen gegen Dynamo Kiew oder Dynamo Kiew oder Moskau oder St. Petersburg. Die sind doch eh schon drin. Stimmt, sind doch sogar schon drin. Hey, als die zwei die reinkommen, ich glaube Moskau. Warum liegt der da rum? Es gibt doch nicht Moskau und Dnipro, der wahrscheinlich immer. Da kommen nicht nochmal ein populäres Spieler rein, da freue ich mich schon. Auf die Meisterliga. Rausgeholt. Mehr russische Spieler mit Face Blocks.
Ja. Ich hoffe mal, der UEFA Europa League und UEFA Champions League 3 Jahre weiter bei PS sind, dass sie... Das kann nicht wahr sein. Dass sie nächstes Jahr wirklich auch mal alle UEFA... Das finde ich echt schade an PS. Die sind offizieller Partner, schaffen es auch nicht alle UEFA Europa League Mannschaften reinzutun. Nee, obwohl nächstes Jahr vielleicht... Nicht mal alle Champions League Mannschaften sind, glaube ich, drin. Sind waren auch mal Filler drin, ja. Deswegen ja. Das finde ich halt irgendwie... Ich meine, gut, bei Dortmund ist es... Klar, warum nicht? Aber dann sollen es lieber halt kein Schalke reinwerden, sondern Dortmund. Nico Dortmund hat einen Exklusivvertrag mit FIFA. Deswegen kein Dortmund. Das stimmt. Und nächstes Jahr kommen vorne auf die Mannschaften in der Europa League. Finde ich. Oh! Wer war? Gladbach kommt rein. So geil. Ja, die kommen aber kurz hin. Die müssen ja als Dritter spielen. Wolfsburg kommt auch. Quali machen die Champions League. Wenn sie Quali nicht gewinnen, ist es Europa. Naja, da werden sie sicherlich reinkommen. Aber wer noch... Was heißt denn? Sie sind nicht Champions League, es ging genug. Ich meine nach PS. Also es gibt wieder irgendwelche sinnlos Verträge. Stimmt, eigentlich müsste ja diesmal wirklich... Oh nein. Ja! Eigentlich müsste ja wirklich stimmt dieser nächste Jahr Gladbach drin sein. Und Wolfsburg. Na hoffentlich. Und wieder Schalke. Und wer war noch? War Augsburg Sechster? Ja. Na, ich hoffe es aber wirklich, dass die reinkommen. Also ich hoffe es wirklich. Leverkusen wieder. Leverkusen wollte ich hier drin. Das stimmt. Das heißt, neue Mannschaften werden Gladbach. Nein, es werden aber nur Champions League Mannschaften, weil Leverkusen und Schalke und Bayern nur die 3 Champions League Mannschaften kommen rein. Wer war denn dieses Jahr Europa League? Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg. Ja, stimmt. Und Augsburg, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendeine Mannschaft war noch Europa League. Aber auf jeden Fall kommen nur die 3 Champions League Mannschaften rein. Das ist also dieses Jahr Wolfsburg, Gladbach und Bayern. Ich sehe nämlich nach dem Jahr, wenn Bayern dann nicht im PS verfügbar ist. Wenn sie nämlich keine Champions League sehen. Also, auf jeden Fall freue ich mich, dass Gladbach und Gladbach und Wolfsburg dann hoffentlich drin ist. Weil ich sagen wollte, was ich finde trotzdem schade, ist halt nicht Europa League lizenziert komplett ist. Das finde ich bis heute echt traurig. Ja. Weil wenn du so eine Lizenz kriegst, dann kannst du nicht sagen, dann nehme ich aber nur die Hälfte der Mannschaften rein. Schieß den jetzt rein. Der ist aber gut. Das stimmt. Bravo. Er hat auch chilenische Torwart. Chilischer? Ja. Ja. Hätte auch noch einen Millimeter also, weiter schießen können. Ich hoffe mal, die machen es rein. Warum auch nicht Nippo und sowas rein in Moskau? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich, wenn niemand damit rechnet, dass jemand das spielen will. Ja, also darfst du nicht. Dafür machen sie in der Champions League 2 und in die Europa League 4 Fantasy-Teams rein oder was? Die denkst, die spielt jemand? Ja. Das finde ich halt, das ist wirklich schade. Dass wir die Lizenzen bei PS, das ist eh ich meine, FIFA hat sowas gar nicht, gell? Denn halt die Mannschaften sowas wie Dnipro, Moskau, Kiew und sowas halt gar nicht, weil die halt keine Champions League haben und keine Europa League und auch nicht die Ligen lizenziert. Die russischen und ukrainischen. Interessiert aber keinen. Nee, Hauptsache. Auf jeden Fall, ich wäre froh, wenn die wirklich mal alle Europa League Mannschaften reinmachen. Ich meine, wieso machen die jetzt zum Beispiel Moskau ist drinne, glaube ich, da wo Kurani spielt. Gell? Das macht. Nein. Kurani spielt bei Moskau. Und das machen sie rein, aber Kiew sagen sie dann nee. Und Dipmo auch nee. Aus welchem Grund? Wahrscheinlich gibt's doch. Kann doch. Gibt's doch viele, kann doch viele Gründe haben. Erstens mal, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, Kiew, Gruppe, Dynamo, Kiew, Nimo, Dibo, De Boss, Gruppenphase, kriegen die raus, brauchen wir sie nicht machen. Jetzt müssen sie es auch wirklich machen. Ja, weil beide waren, beide, also alle russischen Mannschaften, St. Petersburg, Kiew, Dings von allem Viertelfinale. Ja. Ja, so ich meine, bei den deutschen Mannschaften verstehe ich es ja, weil da haben es wahrscheinlich, da dürfen sie nur 3 reinmachen. Das kann sein. Ja, das ist halt der Bundesliga-Vertrag. Wenn du die Lizenz nicht hast, dafür aber UEFA Champions League Lizenz auch so halt 3 Mannschaften reinmachen für Champions League halt. Nee, schon grauenhaft, dass das heute so gehandelt wird, gell? Dass man nicht einfach mal ein Fußballspiel machen kann mit Mannschaften.
Mit allen. Das war doch damals auch so. Er konnte doch PS, er hat ihn doch null. Ich meine, aber das ist so grauenhaft heutzutage, dass es von FIFA so krass. Das ist schlimm. Gibt es denn eine Sache, wo FIFA nicht korrupt ist oder an Geld interessiert? Stimmt, FIFA ist immer korrupt. FIFA ist der schlimmste Scheißverein, den es auf der ganzen Welt gibt. Und die kaufen das Spiel alle, gell? Und somit FIFA unterstützen, das ist eigentlich schon ganz schön traurig. Ja. Und dann aber sich Seiten auf Facebook liken wie Scheiß FIFA. Ja, Scheiß FIFA und Scheiß EA und dann aber FIFA kaufen. Das ist richtig. Jedes Jahr. Das sind halt die dummen FIFA-Spiele. Sorry, falls jemand FIFA spielt, aber ihr seid echt nicht. Ja, seid echt nicht schlau. Er sagt nicht wegen dem Online-Modus, der ist in PS mittlerweile ab nächstes Jahr super besser. Also weil er ja fast genau das gleiche ist. Das einzige, was man wirklich PS immer wieder anrechnen muss, sind die Server. Also fern der Anfang ging es noch, aber mit, also jetzt so die Zeit, ja, die werden nächstes Jahr zum 20. Anniversary die Server ultra aufstocken. Oft noch. Ich verstehe, ich meine, selbst die FIFA-Fans sagen, die Grafik bei PS ist besser, das haben sie ja unter, haben sie auch unter neuen Trailer wieder geschrieben, die FIFA-Fans. Die Grafik ist besser, die finden das Gameplay bei FIFA, bei PS besser. Das Einzige, warum sie spielen, ist wegen Lizenzen. Wegen der Bundesliga-Lizenz. Die reinpatchen kannst. Man muss aber wirklich ja nur wegen der Bundesliga-Lizenz, weil alle anderen gibt's ja. Es gibt ja. Und sogar mehr noch, weil es brasilianische gibt, die es bei FIFA zum Beispiel nicht gibt. Ja, die sind. Und halt PS hat halt, wie gesagt, Champions League, Europa League, UEFA Super Cup. Und das, wenn du Singleplayer spielst, hast du halt einen DFB-Pokal und erst wenn es patcht in der ersten Bundesliga und alles, da hast du viel mehr als bei FIFA. Das ist schon mal richtig. Und du kannst ja halt nach Belieben deine Ligen dazu patchen, wenn du zum Beispiel Russland-Fan bist oder Ukraine-Fan oder Aserbaidschan. Das ja! Gibt's nicht! Lalalala. Da kannst du ja alles dazu patchen. Baka. Verlängerung eingestellt. Ja. Und das ist halt, das verstehe ich nicht, warum die Leute dann so faul sind. Weil patchen. Und das Ding ist halt, die Leute haben drunter geschrieben vom PS, gell? No. Die regen sich alle auf, dass sie online nicht die Lizenzen haben. Und wen sie denn online zum Spielen? Bayern, Real, Barca. Naja. Online spielt keiner Eintracht Frankfurt. Und offline kannst du wieder patchen. Also, warum? Das verstehen die PS-Leute auch nicht, warum denn FIFA, obwohl FIFA so korrupt ist, EA alles so scheiß finden und trotzdem wird auf FIFA so gepocht. Weil die alle denken, das Spiel dazu wollten wir mal einen Podcast machen. Hoffentlich mit 1 Million Views, nicht weil wir uns Geld bringen, sondern damit die FIFA-Fans mal merken, was für eine Scheiße machen. Machen wir als was für Saft 1000 Abonnenten-Special, also Leute anstrengen. Damit die mal wissen, was die von Saftladen unterstützen. Wie gesagt, in jedem Spiel muss ein FIFA-Rage drin sein. Die sind halt nicht unbegründet, sondern wir sagen halt, warum es nicht versteht. Wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, FIFA ist viel besser, weil die Frauenfußball haben. Dann kriegst du ein Kommentarband, weil dann bist du nicht weiter zu helfen. Das kann nicht wahr sein, ey. So ein freier Schuss aus Suarez. Der Reihen ist eigentlich nicht. Wolltest du zum Beispiel den Elfmeterschießen retten? Nö. Eigentlich nicht, nee. Warte, hast du mal die Schuhe geputzt? Was? Ich hab nicht hingeguckt. Hallo. Also das ist auch so eine Sache, das mit dem Frauenfußball, ich meine, das ist ja alles schon es schön, wirklich ein Podcast schön und gut mit hier ganzen Feministen-Gedöns, auch wenn das auch ein ganz schöner Saftladen ist. Ja. Wenn man mal ehrlich ist. Oh, da war so ein Strahl. Naja, wie gesagt, wir müssen auf Podcast eingehen, auch warum das mit Frauenfußball nichts Gutes ist, sondern wirklich mit minimalsten Aufwand gute PR machen. Mehr ist es nicht von FIFA. Mehr ist es. Es ist nicht. Ich meine, es ist ja schön, vielleicht spielen mal Leute vor. Also es ist ja, man muss ja sagen, aber es ist nichts Negatives jetzt nee, aber, im Spiel. Nee, man muss halt auch zu sagen, alle denken, sagen jetzt, können wir die Frauenfußball spielen. So. Welche Frau dich, also Frauen, die sich für Fußball interessieren, gucken ja meist, deswegen ist die Schalten zu leer sind, meist Männerfußball. Wieso sollen jetzt Frauen plötzlich Frauenfußball spielen? Da kennt es doch auch niemand. Also deswegen, es ist eine pure PR-Maßnahme von FIFA. Und alle sagen, oh, endlich hört FIFA unsere Wünsche. Nein, es ist eine pure PR-Maßnahme mit wenigsten Aufwand, einfach nur andere Models eingefügt. Meist runtergeladener Patch nächstes Jahr, ein Nude-Patch. Es ist, guck mal, FIFA hat das gemacht, was die Fanleute im PS machen. Einfach ein neues Team erstellt,
dann auch noch Ländermannschaften, neue Models gemacht. Na, Hessen und nur Ländermannschaften. Deswegen ja. Und die Fanpages für PS, die machen 1000 Ligen rein. Und das schafft FIFA für zwei Nationalmannschaften in ein Jahr hinzukriegen. Das stimmt. Und alle, ja. Dazu auch Sachen, was halt absoluter Humbug ist. Wenn man, man kann nicht mal vorgehen beim Spielen. Erstens das, zweitens mal, was wird in FIFA gespielt? Zum Großteil wahrscheinlich auch wie PS. Also du willst jetzt offline Bundesliga spielen. Online kannst du auch keine Frauen spielen. Ja eben, da fängst du mich das schon an. Das, da merken wir, dass es eine pure PR-Maß ist. Das ist nicht, wir probieren jetzt Frauen zu integrieren, wie ihr es euch gewünscht habt, sondern das ist ein minimaler Aufwand, um maximales Ergebnis genau, zu erreichen. Genau. Man kann wahrscheinlich vielleicht ein Freundschaftsspiel machen, Frau gegen Frau, aber ich glaube, es ist, du kannst ja keine Frauen in dein Team holen, in dein, also du kannst Ultimate Teams, was absolut alles keine Frauen spielen. Und da merkt man doch, dass ihnen das am Arsch vorbeigeht. Selbst wenn, wird es wahrscheinlich niemand machen, weil die Sache ist, in dem Be a Pro gedönt, nee, das heißt gar nicht so, gell, heißt, werdet, wer ist denn das? Bei was denn? FIFA, der Online-Modus, der mein Club ist. Der heißt, na, Ultimate Team. Stimmt, genau. Vergessen. Auf jeden Fall müsste man ja die Stärke anpassen und da die stärksten Spieler ist nun leider mal so Messi und CR7 sind genau. Und das Männer müsste man darauf gehen, die Frauenstärke anpassen. Das heißt, die wären prinzipiell, die wären viel schlechter und da würden sich Feministen mit nicht wieder drüber aufregen, warum die Frauen sind noch gleichwertig. Das Ding ist aber, wie man es halt bei Frauenfußball, genau, das ist auch kein, ist irgendwie, viele sagen, das ist doch Feministenkacke, ist ja doch, ist ja klar, ist typisch Männer. Das Ding ist, es ist einfach so, das sagen nicht nur, nicht mein, es gibt auch genug Männer, die so sind, die sagen Feministenkacke, so. Das Ding ist aber, wir erfinden das ja nicht, wenn Frau gegen Mann spielen würde, dann Frauen haben sie jetzt nicht mal Drittliga-Niveau. Die besten Frauen sind nicht mal Drittliga-Niveau. Man hat es bei Elfenbeinküstchen, das beste Elfenbeinküstliche Team ist einfach mal grottenschlecht und die Frauen müssten einfach dann im FIFA höchstens eine 60 haben. Oder ja, vielleicht oder eine 70. Ja, eine 70 bei den... Also bei den allerbesten. Genau, ich meine, Elfenbeinküste, das Team, das war, also wer 10-0 verliert im ersten Spiel gegen Deutschland und das hätte auch höher stehen können, da haben auch schon viele Deutschland-Spielerin nebenbei getreten frei vorm ja. Tor. Und das zeugt jetzt auch nicht unbedingt von Stärke. Also Professionalität. Nee. Und da wisst ihr, was das ist. Und da aufgrund der Schwäche werden wahrscheinlich einfach nur ein paar Frauen, die sagen, ja okay, ich spiele jetzt mit meinen Frauen. Eventuell online spielen, was ja natürlich wahrscheinlich nicht geht. Genau. Aber sonst niemand, weil kauft eh jeder CR7 und jeder Messi und jeder Neuer. Man kann halt nicht online spielen, weil die es halt angepasst haben. Die Frauen sind halt an die Männer angepasst. Das heißt, Messi gibt auch noch Frauenwelt und die hat dann in der Frauenwelt auch eine 90 und da kannst du ja nicht online spielen, weil das wäre dann deswegen, das müssen wir einen Podcast drüber machen, weil das wenn ihr da einen Podcast hören wollt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, hallo, ich hätte gerne einen Podcast. Wir sagen das nicht, weil wir von Konami Geld kriegen, die haben eh kein Geld, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, die haben eh kein Geld. Wir haben auch kein Geld. Das Ding ist, wir wollen einfach aufklären, damit endlich mal die Leute, die korrupte FIFA-Scheiße und auch EA den Saftladen nicht mehr unterstützen. Das Problem ist, jeder, der FIFA spielt, wird wahrscheinlich kein PS-Orakel gucken. Doch, wir haben fast alle von uns den Zuschauern sind FIFA-Spieler so geschrieben. Echt? Ja, die schreibt ja. Als qualitativ dauerhafter Kommentarleser weiß das natürlich. Gut, danke fürs Zuschauen, sehen uns in den nächsten Spielen, MLS wahrscheinlich oder DFB-Pokal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.